Hallo zusammen und willkommen zurück bei der dritten Folge von The Club. So, jetzt habe ich alle acht Charaktere mal, also früher mal gespielt gehabt. Jetzt sind wir erst in der dritten Folge und ihr habt nur zwei Charaktere gesehen. Jetzt muss ich mir irgendeinen aussuchen, den ich schon mal gespielt habe. Ich nehme jetzt mal den Dragov. Oh, das war ein bisschen nah für einen Sniper. Scope. Drauf. Jetzt wie lange? Das erste Mal habe ich diesen Level mit Acho gespielt, dem Rasterman. Er ist auch ziemlich stark, aber ein bisschen schneller als der Dragov. Oh, ist das Duke Nukem gewesen da hinten? Mit dem roten Tanktop? Aber Duke Nukem hat keine Tattoos, so viel ich weiß. Haha, Wallbang. Da hatte ich gesagt, das wäre eine Scheibe gewesen. Headshot.
Man könnte jetzt natürlich noch so lange üben, bis man wüsste, wo all die versteckten Scheiben sind. Oder halt einfach nur googeln. Aber ich habe dazu keinen Bock. Doch, das ist eine Scheibe gewesen. Man hat wohl irgendwie nur die Grafik nicht so richtig. Komm, geh hier. Endlich down. Dritter. Ja, ich bin relativ sicher auf dem dritten Platz. Dieses Mal könnte es was werden mit dem Treppchen. Der undankbare vierte Platz ist mir dieses Mal hoffentlich erspart. Ja, ganz cool, wenn man sich eher sein Loadout am Anfang auswählen könnte, ja, wenn man nicht immer nur eine Waffenkombination vorgegeben kriegen würde. Zumindest nach meinem Gefühl hat der Controller keine Zielhilfe. Also wenn, dann ist sie wirklich nur minimal. Es ist halt einfach definitiv ein Konsolenspiel. Man merkt das. Oh, Platz 1, wow. Hab mich nicht gar nicht mal so großartig angestrengt. Geil. Na, okay, jetzt muss ich hier in der Küche überleben. Ich werde hier mal schön hinter der Absperrung bleiben. Da bin ich einigermaßen in Deckung.
Die Rolle von dem Typen ist ein bisschen langsam. Ist hier irgendwo. Hier. Ah ja, alle in einer Reihe. Richtig schön. Oh, der hat gesessen. Aber ich denke, das überlebe ich noch. Jawohl, ja. Weiter. Schon fast das Gefühl, dass der Zaun irgendwie kugelsicher ist, ha? Ich weiß nicht, was ein Crackshot ist. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist.
Ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, als ich das ganze Spiel gestartet habe, dass es irgendwie sehr substanzlos ist, ja, langweilig oder sowas, ja. Aber man kommt hier richtig in den Flow rein, muss man echt sagen. Das macht richtig Spaß ab nach einer gewissen Eingewöhnungsphase. Und das Spiel, das hat eine schöne Kürze, ja. Das ist einfach nur nett. Das ist ein richtig cooler, ja, so ein Pausensnack ist das. Aber kein fetter Pausensnack, kein Fastfood, ja, sondern schon irgendwie hat schon mehr. Ja. Mehr so wie, weiß ich nicht, ein Milchschnitt oder sowas, ja. Und die Steuerung, die läuft nach einer gewissen Zeit einem richtig gut in der Hand. Also ich empfehle das jedem, das wirklich mal mit Gamepad zu probieren. Gut, wenn man sowieso Konsolengamer ist, muss ich das nicht erzählen, aber selbst als PC-typischer Maus- und Tastaturzocker hat wirklich was. Nein, ich brauche wieder einen Gegner. Headshot, headshot, crackshot. The Great Escape. Ja, dritter Platz. Ich glaube, ich habe es geschafft, mal auf den Treppchen zu landen. Ja, erfolgreich. Silver Bullet. Tja, in der all der Kälte da draußen, ja, genau, und da frierst du dir keinen ab, ne? Naja, er ist ein Russe. Sowjet. Die halten das aus. Die bestehen ja nicht zu 80% aus Wasser, sondern zu 80% aus Wodka. Ja, dann
haben wir den dritten Part hier auch abgeschlossen. Prison. Und nächstes Mal geht's weiter mit dem Ocean Liner. Ja, der hat weniger Luxus, als man vielleicht denkt. Haha, also bis dann und danke fürs Zuschauen. Tschüss.